Hübschen Haselines. Es ist Sonntag und ich werde das Video erst am Montag hochladen können, weil es ist, mein Internet, das scheißt ab. Also das kackt, das geht halt nicht. Und morgen kommt erst der Internetfritze und deshalb muss ich das Video leider, also kann ich das Video leider erst Montag hochladen. Ich hoffe, ihr seid, obwohl ihr kriegt das ja gar nicht mit, also ich glaube schon, du dünnst. Das liegt aber auch daran, dass es eisig kalt ist und dass ich nichts zu essen gekauft habe, weil ich sehr spontan in meiner Wohnung jetzt bin, weil ich war jetzt bei meinen Eltern und mir ist kalt und ich habe Hunger. Ich fange an. Der liebe Beautykümmer hat mich getaggt. Hallo mein Schatz. Besucht unbedingt seinen Kanal. Ihr kennt ihn bestimmt alle oder viele. Mir kam er auch bekannt und ich dachte, hey, woher kennst du den? Er war, glaube ich, mal auf ProSieben in dieser Teenie-WG bei TAF. Also er ist wirklich total cool. Er war mir damals schon sympathisch und besucht ihn auf jeden Fall. Er ist wirklich toll. Ich fange an. Es sind 15 Fragen, 15 sehr persönliche Fragen, die ich finde. Und ich finde es halt cool, nicht nur Beauty zu bereden, sondern auch mal so persönliche Sachen. Und mir ist kalt. Von welcher Fähigkeit bist du überzeugt, dass du sie kannst, in Wirklichkeit ist aber nicht der Fall ist? Also ich bin überzeugt davon, dass ich auch mal ruhig sein kann und auch mal ruhig sitzen kann, was aber nicht der Fall ist, weil ich muss immer rumzappeln und ich bin immer irgendwie in Action. Ich fange nachts an, Staub zu saugen. Ich schlafe nicht lange, auch wenn ich frei habe, bin ich spätestens 7:30 wach. Ich laufe sehr gerne, ich fahre nicht sehr gerne mit dem Auto. Ich bin wirklich immer in Bewegung und wie ich mal so dick werden konnte, frage ich mich. Also so kräftig, weil ich bin wirklich immer in Bewegung, das war schon immer so. Ich bin ein sehr unruhiger Mensch, aber ich selber denke mir, ach komm, so schlimm ist es gar nicht. Aber jeder sagt zu mir, Franzi, mach mal einen ruhigen. Kann ich auch nicht. Bei welchem Wort hast du Probleme, es auszusprechen? Ja, das ist jetzt natürlich blöd, die Frage, weil ich das Wort wirklich nicht aussprechen kann. Und zwar Hyaluron, also dass die Säure, die in Cremes drin ist, ist sehr geil, wenn man das nicht aussprechen kann und in einer Parfümerie arbeitet. Absolut vorteilhaft. Welches ist deine Lieblings-TV-Serie aus deiner Kindheit? Definitiv Schloss Einstein, auch wieder liebe Beauty-Kümmer. Und Kinder vom Alstertal und die Kinder vom Süderhof habe ich sehr geliebt und sehr gern angeschaut, weil das mit Tieren war und mit Pferden. Und ich wollte schon immer ein Pferd haben, habe aber nie eins bekommen. Also wenn mir jemand ein Pferd schenken will, ich bin bereit. Was sind deine Vor- und Nachteile bzw. Stärken und Schwächen? Oh Gott, die Frage dauert jetzt 5 Stunden. Also meine Stärken, na ich fange mal mit den Schwächen an. Also meine Schwäche ist, dass ich Leuten nicht glaube, wenn sie positive Sachen über mich sagen. Oder Leuten schwer abnehmen kann, dass sie mich mögen. Weil ich dann immer denke, ach Quatsch, komm, das ist doch deine bescheuerte Eigenschaft an mir. Wie kannst du das gut finden? Dann denke ich, wenn mir Leute sagen, das müssen nicht Männer sein. Das sind auch Freundinnen, die wirklich um meine Freundschaft kämpfen mussten. Weil ich, wenn sie zu mir gesagt, Franzi, das finde ich toll an dir. Oder ja, du kannst das ruhig machen, ohne dass ich deshalb dich nicht mehr mag. Oder hast du nicht gesehen? Das sind so Sachen, ich denke halt immer gleich, wenn Leute sagen, ich mag dich, dann glaube ich das nicht. Oder nicht sofort. Also ich brauche erst sehr viel Vertrauen, bis ich sowas glauben kann. Und damit kommt auch gleich der nächste Kritikpunkt. Also an mir selber, ich bin zu selbstkritisch. Ein bisschen Selbstkritik ist ja okay. Aber wenn man zu selbstkritisch ist, ist es absolut scheiße und das bin ich. Ich bin mit nichts zufrieden. Ich kann verdammt nochmal stolz drauf sein, zum Beispiel, dass ich so viel abgenommen habe, jetzt gerade auch in der Winterzeit. Aber es fällt mir wirklich schwer zu sagen, ja Franzi, das hast du gut gemacht. Und das sind so Sachen, woran ich aber auch sagen muss, wo viele Leute in meinem Leben nicht ganz unschuldig dran sind. Ich hoffe, die Leute, die das Video jetzt sehen, fühlen sich angesprochen. Die halt immer nur rumzuscheißen haben an einer Person, also an mir jetzt. Und das sind halt so Sachen, die ich mir sehr zu Herzen nehme, auch zu sehr zu Herzen nehme. Und ich kann dann nicht sagen, scheiß drauf. Ist leider so und das ist so eine Sache, ich wünsche mir sehr, dass ich in Zukunft weniger selbstkritisch bin und mich auch mal angucke und sage, hey, das hast du gut gemacht. Oder hey, heute siehst du mal toll aus und nicht, ja, für einen Gruppen reicht. Also das fällt mir sehr schwer. Und ein dritter Kritikpunkt von mir ist noch, dass ich, oh, wartet mal, ich habe noch einen sehr, sehr tollpatschig bin. Der Kritikpunkt fällt mir nicht ein, oh Wunder. Also mir passieren wirklich Sachen, das ist der absolute Hammer. Ich komme in eine neue Klasse rein und sage, hat mal jemand was zu lutschen? Erik G. Punkt, also der hieß wirklich G. Punkt, also G.
Erik, du weißt, dass du gemeint bist. Du warst der Erste, der sich damals gemeldet hat. So Sachen, weil ich hatte Halsschmerzen und das sind so Sachen, ich denke da nicht drüber nach. Ich schwöre euch, das passiert mir wirklich täglich, so Sachen. Und ich ärgere mich darüber und deshalb nenne ich das auch Schwäche von mir. Weil meine Tollpatschigkeit mich manchmal so nervt. Ich gehe an einem geilen Bademeister vorbei, wackel mit dem Arsch, wer fliegt aufs Maul, bitte sehr. Ich will jemanden davor warnen, meinen Schwarm, das weiß ich doch, da war ich 14 oder so. Ja, Christian, pass auf, dort ist es rutschig, wer fliegt aufs Maul, bitteschön. Wer fliegt nie Treppen runter, sondern immer Treppen hoch. Ich, weil ich immer 2 Stufen laufen muss, auch eine sehr tolle Angewohnheit. Also ich laufe immer 2 Stufen, nicht eine. Es sei denn, wenn ich jetzt Absätze oder sowas anhabe. Also das sind so Sachen, meine Tollpatschigkeit, dass ich manchmal Sachen sage, die absolut... Wo ich mir im Nachhinein denke, hä? Ich meine, die Leute, die das sehen, also die das mit mir erlebt haben, die haben sich immer kaputt. In der Schule renne ich gegen Glastüren. Hallo Nicole. Ich renne den Gullideckel hier in so flache mit Absatzschuhen und ziehe den Gullideckel mit hinterher. Also das sind so Sachen, die sind wirklich passiert, die sind peinlich. Und ich habe erst gedacht, wo ihr mich hier so auf YouTube kennengelernt habt, dass viele von euch denken, die tut nur so, die ist niemals so. Aber anscheinend ist es wirklich so authentisch, weil sowas kann man sich nicht ausdenken. Ich bin wirklich so und mich nervt das auch. Mich nervt das, dass ich so trottelig bin. Also ich würde gerne mal einen Tag erleben, wo mir nichts Peinliches passiert. Ist mir heute schon was Peinliches passiert? Ja, ich musste mich für das Video 2-mal umziehen, weil ich habe es vorhin schon mal versucht zu drehen, da habe ich mich mit Apfelsaft bekleckert. Also das sind so Sachen, die nerven mich schon sehr. Und Stärken... Ich finde, dass ich ein sehr großes Herz habe. Dass ich sehr gut mitfühlen kann mit Menschen, das finde ich schon. Das ist eine große Stärke von mir, dass ich mich auch viel einsetze sozial. Das finde ich halt gut an mir. Deshalb bin ich aber auch sehr sensibel. Also wenn ich irgendwo was Leidendes, ein leidendes Tier oder ein leidendes kleines Kind sehe im Fernsehen, muss ich sofort heulen. Ich heule immer. Das ist das, was aber finde ich positiv, dass ich ein großes Herz habe. Das finde ich okay. Und dann finde ich noch positiv an mir, dass ich sehr spontan bin. Dass ich überhaupt nicht so bin, so eine Trantüte, wisst ihr, so, nee, und warte mal, und erst mal gucken. Und nee, wenn ich auf was Bock habe, dann mache ich das. Was ist dir wichtiger? Liebe, Geld, Ruhm oder Macht? Also Ruhm oder Macht überhaupt nicht. Liebe und Geld. Über die Frage habe ich mich lange den Kopf zerbrochen. Jo, Mann. Ich finde, es geht ohne beides nicht. Geld ist sehr wichtig. Ohne Geld kein Dach über dem Kopf. Ohne Geld kein Essen. Logisch. Aber Liebe bedeutet für mich nicht nur die klassische Liebe zwischen Mann und Frau, sondern auch Familienliebe. Ich würde wirklich, so war ich jetzt sitze, lieber unter einer Brücke leben, als meine Familie zu verlieren. Das sind halt so Sachen, wo mir dann Geld unwichtig ist. Aber wenn ich jetzt so die Auswahl hätte, Geld und Liebe stehen bei mir definitiv an gleicher Stelle, auf gleicher Ebene. Da kann ich jetzt keinen Unterschied machen. Und Ruhm und Macht spielt für mich keine Rolle. In welcher Ära oder welche Zeit würdest du am liebsten leben und warum? Also in welcher Ära oder Zeit würdest du am liebsten leben und warum? Die Frage habe ich gehört von dem Beauty-Kümmer und mir ist sofort eine Antwort eingefallen. Und zwar, ich habe schon mal erzählt, dass meine Mama einen schweren Autounfall hatte und seitdem leider nichts mehr so ist, wie es mal war. Ich war damals 2 oder 3 Jahre alt und ich wünsche mich an den Zeitpunkt, an diesen Tag zurück und wäre an diesem Tag gern älter. Also so 7 oder 8 Jahre. Und an dem Tag hätte ich gern zu meiner Mama gesagt, Mama, steig bitte nicht in das Auto, lass uns Eis essen gehen oder sonst irgendwas. Das wäre mein allergrößter Wunsch und auch ein Wunsch, für den ich alles, was ich habe, geben würde. Also das ist mir sofort eingefallen. Ich würde mich gern an diesen Tag zurückbeamen und wäre an diesem Tag gern älter gewesen, um meiner Mama klipp und klar und auch sehr authentisch zu sagen, dass ich nicht möchte, dass sie in das Auto einsteigt. Ja. Wenn du deinen Kleiderschrank neu füllen dürftest und nur in 2 Geschäfte gehen dürftest, welche wären das? Hallo, die Frage muss sich ein Mann ausgedacht haben. Nur 2 Geschäfte. Ich brauche an Oberteilen, Kleidern, Strumpfhosen, hast du nicht gesehen, Leggings, brauche ich schon. Hosen, Jeanshosen, Arbeitshosen, hast du nicht gesehen, brauche ich Jeans Life, weil da sind Markenjeans und ich stehe auch dazu, dass ich bei Jeans gerne viel Geld ausgebe, weil ich eine Jeans wirklich, wenn ich nicht gerade ab- oder zunehme, sehr lange habe. Und ich stehe auch total auf ordentliche und gepflegte Unterwäsche, das bedeutet, ich bräuchte ein H&M, ein Jeans Life und bitte einen Laden, wo es passionate Unterwäsche gibt. Das sind jetzt 3 Läden, aber ich darf das, weil ich eine Frau bin. Dann
Kannst du dich erinnern, achtens übrigens, kannst du dich erinnern, was du vor einem Jahr um diese Zeit getan hast? Ja, natürlich, ich habe Gurken geschnitten. Hallo? Weiß ich natürlich nicht. Hast du wiederkehrende Träume und wie sehen diese aus? Ich träume immer, dass ich, also ganz oft, bestimmt dreimal die Woche, dass ich irgendwo runterfalle. Und dann wache ich auch schlagartig auf und das träume ich schon, seit ich denken kann. Also ich weiß nicht, was dieser Traum bedeutet. Viele sagen Verlustängste oder so. Wenn jetzt Traumwörter zusieht, hat der Beauty-Kümmer auch schon gesagt, es würde mich echt mal interessieren, was das zu bedeuten hat. Ich träume immer, dass ich irgendwo runterfalle. Sei es von einem Felsen oder ins Wasser. Ich träume immer, dass ich irgendwo reinfalle oder runterfalle. Kann auch daran liegen, dass ich so trottelig bin und wirklich auf die Schnauze fliege. Welches Sternzeichen bist du? Löwe! Und das passt vollkommen. Ich habe mal ein Buch durchgelesen über das Sternzeichen Löwe und ich dachte wirklich, wo ich das gelesen habe, dass die Menschen mich da drin kennen. Also es war krass. Wie sieht dein Traumschlafzimmer aus? Oh, mein Traumschlafzimmer, ich freue mich schon, wenn ich das irgendwann mal einrichten darf. Zwei riesengroße Fenster, richtig große, riesengroße Fenster. Ein Kronleuchter. Aprikot bzw. so beigefarbene Wände mit so Bordüren dran, so schön romantisch. Ein riesengroßes Bett, wo man sich richtig fett machen kann. Kein Fenster, wo irgendwie Nachbarn oder sowas reingucken können, das finde ich nicht so toll. Und dann möchte ich immer tolle Bettwäsche und am liebsten ein Himmelbett. Das wäre mein größter, allergrößter Traum. Ich friere immer noch, meine Hände sind bestimmt ganz rot, seht ihr das? Welches ist dein liebster in welcher Position schläfst du? Ich schlafe immer auf der Seite ein. Also ob links oder rechts, ist egal. Ich schlafe immer auf der Seite ein. Ich schlafe immer so. Welches ist dein liebster Vampir aller Zeiten? Ich habe keinen liebsten Vampir. Also ich kenne keinen Vampir. Also ich gucke auch so Vampir-Serien überhaupt nicht gern. Welches ist dein... genau. 14. Was trägst du gerade an den Füßen? Ich trage Stulpen und, jetzt könntet ihr mir schön unter den Rock gucken. Obwohl, ich habe ja was an. Stulpen und eine Leggings, weil es ist, wie gesagt, sehr kalt. Und ich finde, dass wenn man Stulpen anhat, dass das immer noch mal so ein bisschen die Beine, also wenn die Beine warm sind, hat das schon wirklich, ist das schon sehr positiv. Upsilein. Hast du eine schöne Handschrift? Zeig her. Nein, habe ich nicht, aber ich zeige es trotzdem. Meine Devise bei meiner Handschrift ist, Hauptsache ich kann es lesen. Wie gesagt, ich habe mir die Fragen aufgeschrieben. So, Herzleins, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ach Quatsch, es ist ja gar kein Wochenende mehr. Einen schönen Montag, ich lade das Video erst am Montag hoch. Ich habe euch lieb und ich habe einen Krampf im Bein. Tschüsselein.